Hallo Waldo. Hallo Zora. Wir backen jetzt einen Orangenkuchen. Und zwar waren wir in einem Gewürzmuseum und deswegen habe ich mir noch so ein paar Special-Gewürze mitgenommen. Die wollte ich jetzt in den Kuchen verarbeiten. Wenn ihr das nicht zu Hause habt, ist es aber nicht so schlimm, weil sonst wird es ein sehr teurer Kuchen. Ich mache es trotzdem. Aber so ein bisschen, also das Safran, das weiß ich. Vanille? Und Kardamom. Und Vanille hat man auch eher mal zu Hause. Und Kardamom kann man auch zur Winterzeit zumindest im Supermarkt kaufen. Ist in Deutschland aber nicht so bekannt. Kenn ich auch nicht. Das müssen wir jetzt erstmal poolen. Poolen? Ja. Kann man das nicht einfach nur mörsern? Nein. Und zwar muss das jetzt aufmachen und dann kommen da so Kerne raus. Boah, das geht ja überhaupt nicht. Oh, das geht echt gar nicht. Guck mal, wie Doch, ja, hab's. Was hier ist der kaputt? Weiß ich auch nicht. Ich habe auch schon gesehen, dass da manche so ein bisschen heller sind. Ich probiere mal ganz kurz. Kardamom. Oh, das schmeckt aber... Nach was? Das ist ganz gut, wenn man zwischendurch mal keinen Pfefferminz dabei hat, aber das Gefühl hat, man hat einen leichten Mundgulli. Jetzt mache ich hier noch den Safran rein. Und Silvanille. Es geht nicht weg. Es geht echt nicht weg. Mm-mm. Du kannst schon mal die Butter in die Rührmaschine hauen. Safran macht den Kuchengel und ich habe gelernt, dass Gel von geil kommt, also aufgehen. Wir können... Ich schmilz mal kurz ein bisschen Butter, dann machen wir das dazu, dann wird das weicher. Die, ja. die Butter sollte womöglich Zimmertemperatur haben. Ich habe sie heute Morgen schon rausgeholt, aber es ist nicht besonders warm hier im Klimansland. Greift sie nicht an, die Butter? Meine Frisur! Ich backe eigentlich nie. Stimmt. Ich koche relativ viel, gezwungenermaßen, weil es irgendwo mein Beruf ist auch. Deine Berufung? Meine Berufung. Und wieso, glaubst du, ist das so? Ich glaube, tendenziell backen auch eh mehr Frauen, oder? Als Männer. Vielleicht, weil es so lang dauert. Guck mal, und jetzt musst du diese aufziehen. Und den Rest essen. Das Problem ist nur immer, wenn du das mit den Zähnen da rausholst, dann hast du immer so ein... Hängt es zwischen den Zähnen. Ja. Nee, das Einzige, was ich früher als gemacht habe, ist so kalter Hund. Aber das ist dann nicht richtig backen, dann machst du nicht mal den Ofen an. Ja, im Kühlschrank halt. Ja. Kalter Hund ist ein, das ist Palmin, also Pflanzenfett. Also eigentlich so Fett und eigentlich Schokolade. Ist, nein, das nicht. Was? Das nicht machen, das war jetzt ungünstig. Oh. Egal, wir haben ja noch eine. Wir müssen hier mal eben die Schale von der anderen. Ach so. Können wir hiervon aber auch ein bisschen. Ja. Du machst das schon. Und dann kommen da Butterkekse und geschmolzene Schokolade und ich glaube auch Eier. Und dann wird das geschichtet. Butterkekse, Schokolade. Schokolade, Butterkekse, Schokolade. Und dann schneidest du das auf und dann hast du halt so ein... Nein, zuerst kommst du im Kühlschrank. Ja, stimmt. Immer mal wieder. So, ich mache jetzt hier, das ist jetzt Zucker und eine Prise Salz. Aber du hast schon mal in deinem Leben einen Kuchen gebacken und das ist jetzt das erste Mal. Nein, ich habe sowas gemacht. Ich habe früher auch ganz viel Plätzchen gebacken. So, und... Aber irgendwie mich selber hinzustellen und backen, ist nicht meine Profession. Nicht deine Berufung sozusagen. Nee. Okay, das verstehe. Dafür esse ich auch. Also, du isst schon nicht... gerne Kuchen. Ja. Gib es zu. Sigurd, backst du gerne? Ja, tatsächlich. Was ist dein Lieblingskuchen? Französischer Schokomandelkuchen. Oh! Gibt es dazu ein Rezept, was ich mir borgen kann und als meins verkaufen kann? Ja. Das habe ich sogar im Kopf. Jetzt müssen wir das Beste probieren, ob es ja, ob da genug Safran und so drin ist. Lecker. Das Gewürz kommt erst voll spät. Das kickt erst voll spät. Wir machen da noch mehr rein. Du hast immer noch da Orange. Und jetzt habe ich dir Butter in die. Vor allem auch so schön da unten, da sieht man das nicht, ne? Ja. Also jetzt ist gut. Es ist ein sehr schöner Teig geworden. Ein Traum. Nach dem Würzen sollten wir aber noch mal probieren, oder? Ich hab gerade schon. Und? Ich probiere hier mal eben. Ist gut?
Ja, würziger. Okay, jetzt kannst du. Dankeschön. Guck mal, ich kann da drüben gucken, sehen, was passiert. Du bist quasi live bei dir selber dabei. Ja. Oh, cool. Oma, hallo. Ich bin gerade live. Jetzt weiß ich, was wir mit dem Orangensaft machen, mit der von der Orange. Das hatte ich von meiner Oma, wo wir gerade nämlich beim Thema Oma sind. Die hat früher auch immer so einen Multivitaminkuchen oder so hieß das, glaube ich, gemacht. Und dann hat sie nach dem Backen, machen wir da gleich mit einer Gabel so Löcher rein und dann gießen wir den Orangensaft da drüber. Dann wird er so richtig schön sapschig feucht. Mm. Nicht so doll klopfen, sonst klopfst du die ganze Luft da wieder raus. Die Luft aus dem Kuchen rausklopfen? Ja, wir haben den auch gerade so schön fluffig geschlagen. Backen ist ja 50% Liebe. Ja. Und 50% Zutaten. Das sind die dritten 50%. Ein Kuchen erfordert nämlich immer 150%. So, der geht jetzt in den Ofen. Die Zuschauer haben mittlerweile auch schon bemerkt, dass diese Leuchte nie leuchtet, von daher. Wollen wir den Stecker reinmachen? Mhm. Warte, dann drehen wir mal. Ja, sehr gut, Waldo. Und jetzt nochmal andrehen. Ich habe da noch Teig entdeckt. Ja, da ist auch noch was dran. Also der Kuchen ist jetzt im Ofen, 180 Grad, ungefähr eine Dreiviertelstunde. Danach muss man mal reinpieken mit einem Zahnstocher, gucken, ob da noch was dran klebt. Wenn nicht, dann ist er fertig und wenn ja, dann muss man ihn noch weiter backen. Und wann kommt der Orangensaft drüber? Wenn er fertig gebacken ist. Ist der Kuchen fertig? Ich glaube, er ist fertig. Ist tatsächlich heiß geworden, der Ofen. Hast du da schon mal reingepiekst? Ich habe da schon reingepiekst und das ist der Test. Klebt nichts am Messer. Mhm. Kein nasser Teig. Wir holen. Heiß. So, der kann jetzt hier erstmal so ein bisschen auskühlen und wir machen in der Zwischenzeit das Frischkäse-Topping. Gut. Den Puderzucker. Gut, wa? Sehr gut. Und jetzt können wir da noch ein bisschen Zesten reinreiben. Rühren. Wo ist der Zestenreißer? Also Zesten, falls es, dieser Begriff noch nicht so bekannt ist, sind diese Schale von einer Orange oder von einer Limette. Die Orange, genau. Aber jetzt brauche ich nur die Schale. Die kannst du damit reinmachen. Und jetzt kannst du mal ein bisschen reinpieksen. Genau. Super machst du das. Und jetzt lassen wir da einfach was von diesen. Seht ihr, wie der Kuchen das aufnimmt? Wahnsinn. Ich kann auch noch einen Schluck nehmen. Ich auch. Warte, wir machen uns das in Gläser. Oh, lecker. Oh, und wir haben noch eine ganze. Ja, die müssen wir jetzt schälen. Ja. Also so. Ich kann das auch machen. Ja, das andere, den anderen Po auch ab. Genau, jetzt kannst du die so aufstellen, jetzt schneidest du die so. Nein, also so, dass man die Orange dann schon sieht, ne? Also. Ich muss erst ein Gefühl für die Orange bekommen. Damit wird dann der Kuchen verziert. Genau. Deko. Ich habe die auszusehen, damit du durchgeschnitten, sollte ich das machen. Nein! Du Idiot! Ich weiß nicht warum, ich habe die einfach durchgeschnitten. Ja, egal. Damit geht es geiler, ne? Ja, das ist ein etwas krasseres Messer. Das war ja auch von dem krassen Benedikt, der hat mir das nämlich geschenkt. Nicht durchschneiden! Halt, stopp! Alles bleibt so, wie es ist. So ein Reflex, Sachen in der Mitte durchzuschneiden. Warte. Okay, das macht mir gerade ein bisschen Angst. Also. So, Waldo, hast du fertig genascht? Mhm, gleich. Du sagst, wenn du soweit bist. Ja, jetzt. Du hast jetzt ganz viel Schlabber im Bart. Ich habe doch gerade gefragt, ist wieder weg. Ja, und dann hast du noch mal genascht und wieder den Bart vollgeladen. Top. Können wir den Kuchen präsentieren? Ja.
präsentieren euch. Wie heißt er denn jetzt? Fruchtiger Orangenkuchen? Ja, ich weiß es auch nicht. Bin sowas nicht gut. Belgischer Orangenkuchen, orientalisch angehaucht. Ach egal, denkt euch was aus, nennt ihn wie ihr wollt, er ist lecker. Macht ihn nach. Ja. Na genug? Ja. Dann können wir ihn ja anschneiden. Boah, das sieht so lecker aus. Dürfen wir jetzt probieren? Nicht spoilern. Jetzt kommen die Gewürze durch. Mmh, finde ich richtig geil. Ich finde den auch richtig geil, aber die Gewürze schmecke ich nicht. Klar! Fehlt bei dem hier. Schmeckt voll nach Kardamom. Schmeckt geil. Na Gott sei Dank. Dann hauen wir jetzt noch ein bisschen rein. Das ganze Team darf gleich auch noch mitessen, wenn Waldo nicht schon alles aufgegessen hat. Danke, dass du mir assistiert hast, Brudi. Sehr gerne. Ja, sehr okay. Gerne. Ich würde jetzt nicht sagen, ich habe die Liebe fürs Backen für mich entdeckt, aber... Die Liebe für mich. Aber ab und zu mal einen Kuchen. Geht schon klar. Also, backt ihn nach, schickt mir Fotos. Und entscheidet euch für einen guten Namen. Und entscheidet euch für einen guten Namen, wenn ihr ihn probiert habt. Und abonniert den Kanal. Ja! Yeah! Danke! Danke. Probier nochmal. Ich probiere auch nochmal. Danke!